Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, so, ich habe jetzt einfach mal die Welt auf den Server gepackt. Das heißt, wir können gleich wieder schlafen gehen. Genau, das heißt, wir können gleich wieder schlafen gehen. Ganz einfach, damit wir jetzt mal die Timber-Mod, beziehungsweise jetzt das Timber-Plugin wieder da haben. Und ich würde sagen, wir nutzen das einfach mal aus und gehen jetzt richtig mächtig krass Holzhacken, was wir eigentlich gar nicht brauchen, aber wir machen es trotzdem. Haha! Hast du schön. So möchte ich das. So gefällt mir das. Werden wir auf jeden Fall mal so ein paar Bäume mitnehmen jetzt. Dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Und dann kümmern wir uns weiter um das Haus, um die Inneneinrichtung, alles so. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze hier ein bisschen cooler wird. Und ich glaube fast, dass die Musik noch ein bisschen zu laut ist. Sekunde. So. So ist besser. Und ja. Ich bin auf jeden Fall diesmal ein bisschen besser vorbereitet und mir wurden ganz viele Fragen gestellt, was man so halt in dem Let's Play erzählen könnte. Und die erste Frage war ja, würde ich auf einer einsamen Insel landen? Welche fünf Dinge würde ich mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, die Frage sagt ja laut Psychologen auch immer sehr viel über den Menschen aus. Habe ich so gehört. Keine Ahnung warum. Aber ich denke mal, das ist, ja, was würde ich mitnehmen auf einer einsamen Insel? Keine Ahnung. Ha. Höchstwahrscheinlich mein PC, mein Mikro, meine Freunde. Falls man Freunde jetzt als Ding bezeichnen kann. Also so jeden Einzelnen, weiß ich nicht. Dann meine Familie, sind wir bei 4. Und ansonsten, keine Ahnung. Toll, jetzt funktioniert das hier nicht, oder was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich so mitnehmen würde, weil warum sollte ich auf einer einsamen Insel stranden? Ich meine, Geld braucht man da nicht. Und, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Liegestühle oder so, die man sich ja wahrscheinlich dann irgendwie auch selber basteln kann. Weil einsame Insel und so, da brauchst du keine hier und so. Da brauchst du keine Liegestühle oder sowas. Quatsch, ein PC will ich auch nicht mitnehmen. Das ist einfach, einsame Insel wäre schon so eine Sache für sich. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Warum habe ich mir diese Frage ausgesucht? Verdammt. Na gut. Ansonsten wurde mir ja gesagt, da ja nun gestern noch Valentinstag war, dass ich doch über das Thema Liebe und Beziehung nochmal ein bisschen mehr erzählen soll. Und meine Meinung habt ihr ja so gesehen dazu schon gehört, dass es halt schade ist, dass halt viele ihre Beziehung heutzutage einfach so schnell wegschmeißen. Und aber halt weniger bereit sind, dafür was zu tun, auch was dazu zu geben. Weil ich höre das auch viel aus dem bekannten Freundeskreis. Die sagen dann immer, ja, na, einerseits, ich liebe sie ja noch, aber irgendwie läuft die Beziehung kacke. Und das sind immer so eine Momente, wo ich mir an den Kopf fasse, wo ich dann einfach nur denke, ey, Leute. Und wenn solange Gefühle im Spiel sind, sollte man eine Beziehung nicht beenden. So sieht das nämlich aus. Egal wie scheiße es läuft, man sollte auch mit dem Partner reden. Einfach mal das Maul aufmachen, weil die meisten haben sonst so eine große Fresse. Ganz ehrlich. Aber wenn es dann um sowas geht, da kriegen sie den Maul nicht auf. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Aber es ist nun mal so. Da kriegen sie einfach mal den Mund nicht auf. Und das ist schade. Man sollte wirklich einfach mal miteinander reden. Sagen, was einem an dem anderen Partner stört, weil die Sache ist ja auch, die meisten haben Angst vor der Reaktion, dass der Partner nicht kritikfähig ist und wenn das aber eben der Fall ist, dass der Partner nicht kritikfähig ist, dann sollte der Partner auch ganz doll an sich arbeiten. Man sollte immer offen sagen können, was gerade wirklich scheiße läuft und wenn der Partner damit nicht umgehen kann, dann sollte er mal dringend an sich arbeiten. So sieht's aus.
Und ja, was soll man dazu sagen? Das ist eigentlich so, ich versuche das immer so in knappen Worten zu fassen und nicht, so umfangreich ist das Thema eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Jeder hat so seine Probleme, jeder muss damit umgehen können. Und ich bin ja immer so der Meinung, für jedes Problem gibt es eine Lösung. So wurde ich erzogen. Naja, nicht ganz, aber so ist meine Einstellung zu der Sache. Das heißt, man kann jedes Problem lösen, ob es nun, weiß nicht, sei es nun, die Sache ist immer, viele verlieben sich ja so auch in jungen Jahren über die Entfernung hinweg, so fernbeziehungsmäßig. Und dann ist das natürlich immer schwierig, wenn man sich bloß alle 100 Jahre sehen kann und so. Und je älter man wird, desto mobiler wird man ja auch. Dann kann man den Partner öfters mal sehen und so. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte damals meine Freundin, die hat in Rostock gewohnt. Und ich in Berlin und war aber die ganze Woche über bei der Bundeswehr. Hab meinen Grundwehrdienst gemacht und so war das natürlich immer schwierig, aber wir hatten beide unsere Beschäftigung. Sie war die ganze Woche arbeiten, ich war die ganze Woche beim Bund. Und am Wochenende bin ich dann entweder zu ihr gefahren oder sie zu mir. Und dann war das Problem eigentlich gelöst. Und bis war dann irgendwann ist sie dann zu mir nach Berlin gezogen und so weiter und so fort. Und dann lief das. Aber es ist halt nicht immer so einfach. Es gibt halt Dinge im Leben, die sind nicht einfach. Und wie gesagt, man wird halt dann im Laufe der Jahre auch mobiler. Am Anfang ist es immer so, dass es natürlich schade, wenn man den Partner nicht sehen kann, weil man einfach vielleicht auch auf das Portemonnaie der Eltern angewiesen ist und auch auf das Einverständnis. Aber das wird halt alles einfacher. Man muss halt nur Durchhaltevermögen zeigen. Und hier ist noch Kohle. Und dann klappt das alles. Das wird einfach besser im Laufe der Jahre. Was ich jetzt bestimmt schon 5000 Mal gesagt habe. Aber ist egal. Ich muss gucken, dass ich mich nie wieder zu weit von zu Hause entferne, sonst landen wir wieder irgendwo in Bagdad. Und ich möchte schon gerne noch nach Hause finden wieder. Nicht so wie letztes Mal, wo die Folge ja, weiß ich noch ganz genau, da hieß die Folge, wo bin ich? So, jetzt bauen wir hier über die Setzlinge rein, damit wir beim nächsten Mal wieder genug Holz haben. Und ich muss sagen, es ist sehr angenehm gerade, weil wir haben jetzt richtig mächtig viel Holz. Naja, richtig viel mächtig viel ist jetzt nicht, aber das ist natürlich der Nachteil beim Server, dass man hier so eine Chunk-Einbrüche hat. Aber gut. So. Haben wir hier, ach, hier haben wir auch noch Setzlinge, Mensch. Ja, Thema Liebe und Beziehung. Das ist so eigentlich mein Beitrag dazu. Das ist, mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht mal so zu sagen, weil viele denken ja mal, das Thema sei riesig groß und umfangreich und so. Ist es wahrscheinlich auch, aber ich kann es halt in kleinen Worten zusammenfassen. Das ist halt so meine Meinung. Haben wir denn Erde bei? Haben wir. Sehr schön, dann können wir hier mal so die Löcher hier zumachen. Wie gesagt, das hier oben, das kommt sowieso alles weg, damit wir dann eine Ebene haben. Zack. Was machen wir hier noch hin? Und hier und hier und hier. So. Also ihr merkt, ich habe mich jetzt so wirklich die Folge versucht vorzubereiten mit Themen und so weiter. Hab dann nochmal meine Nachrichten gecheckt. Kurz bevor Beginn der Aufnahme. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Das ist ja nun jetzt eine Folge. Naja, speichere mal den Mist. Was ist eigentlich hier? Hier ist schon eine Fackel drin. Ja, es war die Sackgasse. Okay. Dann können wir uns jetzt auf jeden Fall weiter auch mal ums Lager kümmern, sodass halt die Kisten noch richtig sortiert werden können und so weiter mit Schildern und dass der Baum hier mal verschwindet. Zack. Oh, ich finde das richtig angenehm. Gefällt mir. Was ist eigentlich hier passiert? Ah, hier ist die Steine rausgerupft, wa? Weste? Ich glaube, dafür haben wir jetzt auch zu wenig Erde bei, um das hier
komplett zu stopfen. Oder ja, sieht schlecht aus. Na gut. Dann verschwinden wir mal wieder im Keller. Und werden uns mal um den Rest der Decke kümmern. Hier. Ja, haben wir aber mächtig viel Holz jetzt am Start. Ach hier. Da war das. So. Oh, das ist gerade so richtig angenehm. Und ich habe mir so überlegt, ich werde heute den ganzen Tag der Aufnahme widmen. Den ganzen Tag. Das wäre natürlich auch voll cool. Ich hätte eigentlich voll Bock, mal einen Livestream zu machen, aber das lohnt sich halt einfach noch nicht für so ein paar Zuschauer, weil ich weiß halt nicht genau. Ne? Und so. Da müsste man halt wirklich mal gucken. Und die Treppe hier, die muss auf jeden Fall noch weg. Und jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir hier mal sortieren. Hier zum Beispiel möchte ich nicht den Stein drin lassen. In der ersten Kiste, da möchte ich doch lieber die Erde drin haben. Das heißt, in der zweiten kommt dann Stein. Und in der ersten kommt die Erde. Die wunderschöne. Das war's schon wieder. So. Ist ja schnell sortiert, das ist ja jetzt kein Problem. Was mir jetzt noch natürlich lieber wäre, wäre Inventory Tweaks. Das hätte ich ja so gerne mal wieder drauf, aber na gut. Wie gesagt, mit den Mods ist halt immer noch so eine Sache. Oh. Man wartet halt immer noch so darauf, dass bei Minecraft jetzt eine kleine Revolution passiert. Aber das soll wohl nicht so sein. Zumindest noch nicht in absehbarer Zeit. Ich bin gespannt. Gut, Erde haben wir. Dann kommt hier das. Sand und Glas ist okay. Hier kommt Kies rein. So, hier haben wir jetzt eine Alleskiste. Toll. Jetzt muss das hier natürlich alles weg. Da kommt dann nämlich das Eichenholz rein. Guck mal, hier haben wir noch Steine drin. Warum? Können wir hier mal den Pflasterstein reinballern? Ich glaube, das war's schon wieder. Hier kommen dann die Steine rein. So. Hä? Ah. Kann sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt so beim Server die Monster anhabe oder nicht. Ich habe nämlich lange keine mehr gesehen. Ich habe schon mal eine Aufnahme gestartet gehabt, so testweise. Ich meine, wenn sie jetzt aus sind, es ist ja sowieso nicht so schlimm, weil wir ja theoretisch im friedlichen Modus spielen. Solange wir hier rumbauen. Da ist noch Holz. Aber bei der Höhlentour, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das kann ja nicht sein, dass hier keine Monster mehr sind. Was soll das denn? Notfalls packe ich die Welt wieder in Singleplayer dann bei der Höhlentour und dann muss sie halt jedes Mal hin und her kopiert werden. Und guckst nur so böse. Spinnst wohl, hier. Zack. Das verstehe ich nicht. So war das hier die. Ja, das war die Kiste hier mit Holz. Die Frage ist natürlich, wo packen wir das jetzt alles hin? Ich würde sagen, wir müssen doch noch mal eine neue Alleskiste machen. So. Komm hier weg mit den Eiern. Die stellen wir dann erstmal hier hin. Hier so drunter. So völlig unsymmetrisch. So, dann machen wir erstmal hier die Setzlinge, das so, so, so. Die Streppen kommen dann da mit rein. Fleisch, Eisen. Machen erstmal alles hier rein. Halt alles kistenmäßig so. Einfach um Platz zu kriegen. Im Inventar auch. So. Dann kommen die Treppen nämlich hier rein. So. Und dann holen wir mal den ganzen Krempel hier raus. Na, los. Tu es. Nimm es. Die ganzen Rüstungsteile können zum Beispiel auch in die Ausrüstungskiste, aber die kommt ja dann auch woanders hin.
die möchte ich nicht gleich hier an der Front, sondern eher woanders. Deswegen müssen wir jetzt alles umsortieren. Okay, Kohle können wir wieder in den Ofen ballern. So. Nehmen wir mal drei raus und packen die hier rein. Genau. Dann nehmen wir hier noch den Rest raus. Raus! Und hier war er dann voll. Super! Das ist natürlich der Wahnsinn. Das heißt, wir brauchen noch eine Alleskiste. Aber wir können ja auch hier die Seite nehmen. Obwohl, nee, wir bauen mal noch eine Kiste hier irgendwo hin. Wir brauchen ja sowieso alle Kisten, denn jetzt habe ich das Holz da reingepackt, na toll. So, Eichenholz können wir schon mal rausnehmen. Zäune, nee, Zäune nicht, die kommen woanders rein. Da ist noch mehr Eichenholz. Überlegen. Kurz am Kopf kratzen, so, ganz heimlich. So. Ja. Wir brauchen also sowieso danach, ja, so wie ein paar Kisten, wo so der ganze Kram reinkommt. So, die können wir jetzt nicht hier drüber bauen, dann bauen wir die jetzt einfach mal hier, nee, nicht so weit weg. Hier hin, so. Dann kommt da der ganze Müll rein. Okay. Und dann können wir hier schon mal... Warte mal, ich hatte Sticks irgendwo hier drinne. Nein, nicht das Redstone. Hier sind noch mehr Sticks. Bauen wir mal so 5 Stacks Schilder. Naja, nicht ganz, aber so ein paar sollten es schon sein. Schilder müsste erstmal reichen. So, hier haben wir nämlich dann RD drinne. Hier haben wir Stein. Hier haben wir Sand, Schrägstrich Glas, Kies, wo dann natürlich auch die Feuersteine reinkommen. So, hier kommt dann das Eichenholz rein. Eichenholz. So, Eichenholz. Zack. Die Sticks kommen dann natürlich woanders rein. Dann kommt hier alles raus. Hier kommt dann das Fichtenholz rein. So. Fichtenholz können wir gleich mal holen. Das wird jetzt eine kleine Sortierfolge. Ich hoffe, ihr seht mir das nicht nach oder seid jetzt böse auf mich. Das war's. Gut. Wie die Kisten sortiert waren, das wisst ihr ja, glaube ich, noch aus der ersten Season. Da habe ich genau exakt dieses Lager schon mal gebaut, nur halt ein bisschen anders. Ich glaube, es war auch ein bisschen schmaler. Jetzt wird es ja riesig. Könnte man vielleicht mal gucken, ob man nicht hier auf der Seite dann, weil ja hier die Treppe ist, dann noch was macht und es dann hier so rumführt. Dann wäre das Lager vielleicht nicht ganz so groß. So, Fichtenholz. Dann kommt ja, oh Gott, wie hieß denn das andere Holz? Birkenholz. Genau. Birkenholz haben wir sonst weiter gar nicht. Hier. Birkenholz. Kommt denn. Ist ja auch noch so viel Kram drin. Birkenholz. So. Was haben wir denn hier noch? Hier kam da noch irgendwo woanders, was woanders denn rein. Zum Beispiel der Feuerstein, der kam bei Kies mit rein. So. Und ja, ich glaube, das war's dann. So, dann gab es ja noch das Akazienholz. Und das Schwarzeichenholz, wofür wir jetzt, glaube ich, gar keinen Platz mehr haben. Doch. Nee, haben wir nicht. Verdammt. Dann müssten wir die Wand nochmal erweitern.
Oder wir machen es anders. Wir machen es. Ja, doch. Wir machen das anders. Und zwar müssen wir dafür erstmal den Krempel hier ablegen. Oh, es hat wieder kompliziert alles. Mensch. So, Diamanten rein, Wolle, Schwerter, Bögen, Eier, Glowstone. Und dann haben wir keinen Platz mehr, weil das dann in die Kiste rein muss. So, hier haben wir noch Erde. Die Spitzhacken können wir da auch immer reinballern. Die Sticks auch, den Wassereimer auch. Noch mehr Sticks. Erde kann zu Erde. So. Und dann wollte ich mir jetzt Stein holen. Stein. Den da. Hier kommt ja dann selbstverständlich wieder Holz rein. Holz. Eichenholz hier. So. Und so. Und so. So. Von der Theorie her müsste das ja dann so sein. Oder nee, warte mal. Hä? Warte mal so. Dann kommt da die Kiste rein. Ich glaube doch, dass es richtig ist. Bin mir aber gerade total unsicher. Werden wir ja gleich sehen. So. Und dann da die Kiste hin.